einblicken möchtet. Ja, es geht los. Hey. Ach ja, Leute, das Spiel hat coole Musik. By the way, ne? Ja, es geht los mit Wild Arms. Wir haben starten mit drei verschiedenen Charakteren. Der erste Charakter ist Rudy. Den spielen wir nicht lange. Dann switchen wir um. Nächsten Charakter. Jetzt haben wir erstmal so eine kleine Storyline. Aber es ist schön, dass er das auf Englisch spielt. Weil normalerweise spielt er das auf Japanisch. Wahrscheinlich einfach für Showcase, ja. Oder? Ja. Du hast ja weniger Zeichen. Bei Japanisch. Lichtdrache, guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Ja, da der Herr mit den blauen Haaren, das ist Rudy. Worum geht's im Spiel? Das. Es gibt eine Träne, die die Bösen haben wollen. Und die wird eigentlich in der Story von den Bösen geklaut, nachdem die eine Stadt angreifen. Und da es ein Erbstück für die eine ist, wollen wir die wiederholen. Und ja, aber so viel sehen wir leider davon nicht. So, gerade haben wir uns einen Apfel geholt aus der Kiste. Diese Äpfel, die wir hier finden, davon sehen wir nachher gleich eine ganze Menge von den Äpfeln. Die verbessern unsere Stats. Jetzt waren wir gerade bei dem Bürgermeister und haben ein charakterspezifisches Item bekommen. Und das sind die Bombs. Die kann nur Rudy nutzen. Jeder Charakter kann bis zu 4 Items kriegen. Charakterspezifisch. So, jetzt wechseln wir zum nächsten Charakter. Der heißt Jack. Der hat eine Ratte namens Harper. Eine schnelle Wüstenmaus. Oh, die ist ja süß. Kann die irgendwas Spezielles? Schnell sein. Wow. Ja, wirst du gleich noch sehen. Warum schnell? Okay. So, jetzt werden wir hier im vergessenen Tempel gefragt, wie wir denn heißen müssen, Namen eingeben. Und das ist der Charaktername. Oder? Gab's nicht sogar Bitwar? Ja, es gab für alle Bitwars. Ich glaube, es ist nicht mein Dude geworden, leider. Jack Hardy. Bei Jack. Kurz Taser verstanden. Das ist eine Maus daheim. Nicht. Meine Maus kann das nicht. Ich habe keine Maus daheim. Die Wüstenmaus ist Geschwindigkeit. Ist Geschwindigkeit. Ja, jetzt sehen wir erstmal. Jacks Spezialfähigkeit ist der schnelle Zug. Er ist ein Schwertkämpfer, der verschiedene Schwertkünste kann. Deswegen schneller Zug. Und er erkundigt gerne verschiedene Ruinen, weil er die Schätze sammeln will, um an schnelle Geld zu kommen. Es ist Indiana Jones, nee. Sieht so stressig aus. Ist es aber nicht. Das geht alles gerade noch automatisch. Ach so, es geht automatisch. Ich dachte, ja. Das wäre. So. Jetzt okay. Steuert er. Ach so, ich dachte, er steuert schon. Nein. Nein, das ging automatisch. Warte einen Moment, mal Hilfe. So, da sehen wir Harpans Fähigkeit, die Geschwindigkeit. Yay. Hanpan. Ja, Hanpan, genau, nicht Harpan. Hanpan, so hieß er. So, das Kampfsystem, rundenbasiert. Oh Gott, die Grafik. Ist PlayStation 1 96, okay? Ja, ich habe mich damit gerechnet, dass sie in 3D umswitcht. Das war gerade für mich ein kleiner Schockmoment. Rattenweitwurf, ja, genau. So, normalerweise müssten wir gleich auf die rechte Seite wechseln. Tun wir aber nicht, da Hanpan haben. Und der seine Geschwindigkeit nutzen kann und Schalter drücken kann für uns.
So sparen wir ein bisschen den Weg. Damals musste alles in 3D sein. Ja, weil das die Zeit war, wo gerade alles umgeschwungen ist, ja. Ja. Hat's halt nicht besser gemacht. 3D. Ah, ja, da sieht man es. Ja. Und hier in den Raum müssen wir hoch. Normalerweise die mittlere Kiste wegschieben. Aber wozu haben wir unseren Hasen? Hasen, sag ich schon, unsere Maus. Ach, Mann. Sollte er da runterfallen? Ja. Oh ja. Zurückkommt. So, dieser Siegel da unten auf dem Boden ist unser Speicherpunkt. An diesen Punkten können wir speichern. Oder wir speichern noch bei den Papageien. Wie wir sehen. Ja, ein FFC-Kamiran hat mit 8 angefangen. Der holt das nach. Steam hat ja auch FFC. Ja, dieser Gegner ist ein Angsthase. Der flieht. 2020 wurde alles Open World. So, mal sehen, ob er wie im PB-Run hier runterfällt. Weil er benutzt einen Dauerdash. Wenn man Kreis gedrückt hält, fängt man an zu sprinten. Und wenn man die Taste zur Seite, in die Richtung, die man laufen will, drückt und dann wieder den Dash drückt, bricht der Dash nicht ab und man hat Dauerdash. So einen blauen Schalter muss man mit beiden Seiten gleichzeitig drücken. Deswegen ist Jack nach links gelaufen und hat die Maus nach rechts schießen lassen. Kann er die Maus selber steuern? Nur wenn er in die Richtung guckt. Ah, okay. Ich glaube, Quadrat drückt. It's a big reason why we're close. Thank you, Sarah, for that donation. We've got 15 from Alcatraz. Wir werden in diesem Spiel auch nicht viele Level sehen, die wir erhalten werden. So, jetzt wird über Lolita gesprochen. Das ist ein Golem. Diesen Golem sehen wir später mehr. Ach, brauchen wir. Miss Miyazaki donates $5 and says, Wild Arms is so special to my sister, father, and I. This donation is to celebrate that and also in memory of my grandma who we lost last year to cancer. Keep fighting the good fight. Thank you so much for the donation. Mann, das ist schlecht gealtert. Ich finde das gar nicht schlecht gealtert. Ich finde das gut gealtert. Wann war das 7 oder das Game? Ich denke, Wild Arms. So, für damalige Verhältnisse wird das halt extrem gut gewesen sein. Wenn ich halt jetzt persönlich drauf schaue, denke ich mir aber halt vor allem halt bei den Fight-Sequenzen so. Ich mag auch Retro-Spiele. So, jetzt sind wir mit dem Story-Part von Jack durch, den Einzel-Part. Und jetzt könnten wir halt wieder zu Rudy wechseln oder zum anderen Charakter. Müssen wir von jedem Charakter die Story machen? Ja, weil wir die drei laufen auch später vermeintlich zusammen. Bei denen das Schicksal verbindet. Weil das finde ich optisch Hammer. Das ist doch toll. Ich habe mich die letzten Tage darauf vorbereitet und ich habe mega Lust bekommen, das wieder zu spielen. Alundra ist auch toll. So, wenn wir den dritten Charakter gleich spielen, wir werden erstmal in die Stadt gehen. Adelhüt. Und werden dann gleich ein paar Sachen verkaufen, die Ausrüstung, die wir haben. Und kaufen ein Langschwert und ein Stab.
die jeweils anderen Charaktere, weil wir die Geschichten jeweils durchspielen müssen. Das Item-System ist miteinander kompatibel. Jeder greift auf das gemeinsame Item-Inventar zusammen. So, jetzt wechseln wir zu Rudy. Laufen jetzt in der Höhle, holen da eine Heilbeere raus, eine besondere. Berry Cave. Berry Cave is one of the bigger reset points of the run, because you get a good amount of encounters here. Oh ja, aber das Spiel hat allgemein gute Musik. So, dass die Höhle hat ja einige Scheiterrätsel, die aber ziemlich simpel sind. In diesem Spiel, mein Lieblingsboss, werden wir nicht sehen. Leider. Der hat auch noch die geilste Mucke im Game. Ist das Game Lovecraft angehaucht? Weiß ich nicht. Weil der Gegner halt gerade Cthulhu hieß, es ist halt... sehr eindeutig. Es gibt Teile, wo wir jetzt, wenn wir irgendwo jetzt gegenlaufen würden, würden wir jetzt eine Fledermaus bekommen. Und die debufft uns so ein bisschen. Als Pet? Ja. Würde über unseren Kopf dann schwirren. Oh. So, erstmal die Kiste zerstören, dann den Schalter drücken. In der Höhle werden wir gleich noch einen geheimen Raum sehen, den man eigentlich so, wenn man Casual spielt, nicht sehen würde, weil gut versteckt ist. So, hier über die Brücke müssen wir teilweise laufen und teilweise gehen. Weil wenn wir durchgehend laufen, bekommen wir diese Fledermaus, die ich sagte. Spiel kam nur auf PS1 raus. Ja, und PS3 im Store, glaube ich, konnte man das spielen. Es gab ein Remake davon, das heißt... lass mich lügen. Star Wars Arms Reihe. Aftercode F. Release 2003 für PS2, aber leider nur auf Englisch. Hadi, dazu komme ich gleich. Das ist kein, ja, ist ein Glitch, aber ja. Der stand sogar im Lösungsbuch drin, wie der funktioniert. Echt? Ja. Ach, krass. Hier, das ist der Raum, den ich meinte. Da gibt es verschiedene Äpfel drin, die wir später genügend brauchen. So, hab mir jetzt FF7 gekauft. Viel Spaß damit. Tolles Spiel. Verdammt lange her, das Game. Oh ja. Es ist halt so schade, dass man so viele alte Games heutzutage nicht mehr gut kriegt. So, hier haben wir Munition gefunden. Rudys Spezialwaffe ist... Jack war der schnelle Zug. Bei Rudy ist das der Umgang mit Waffen. Mit Pistolen, Bazooka oder sonstigen. Aber werden wir nur bei dem Boss hier sehen, der gleich kommt. Das war gerade eine Safety-Route, die Rüstung mitzunehmen. Im WR hat er das nicht gemacht. Okay. Ach, das Game für den Run-Killer? Am Anfang nur, weil okay. Später bist du OP. Okay.
Das weiß ich nicht. Achso, du meinst jetzt der FF7 Remake? Das ist nicht abweichend, sondern die Story allein verlängert. Okay, moin. So, die Dorfbewohner und der Bürgermeister haben gehört, dass die in die Höhle gegangen sind. Die ist eigentlich gesperrt und verboten, da reinzugehen, wegen den ganzen Monstern. Und Rudi hat ja gerade die Frucht genommen, die Bären. Und da ist ein Siegel kaputt gegangen, was dieses Monster geweckt hat, das da in der Höhle gefangen war. Ja, wir rüsten uns jetzt nebenbei gerade aus, während des Kampfes. Und setzen unsere Waffe ein. Aber leider kann es sein, dass sie oft daneben geht. Ja, erstmal verfehlen. Aber sonst 91 Schaden, easy. Mhm. Ich kenne halt nur das Remake und es soll anders sein, habe ich gehört. Nicht anders sein, dass es. Remake ist auch noch nicht mal komplett raus. Wir nehmen mich an Digimon Nummer 3. Okay. Der Boss hat 800 Leben. So nicht viel. Und ja, der hat Bad RNG gerade. Und sehr schlechten Atem. Ja. Deine schöne Kindheit. Ja, hattest du, wenn du die Spiele gespielt hast. Uff, hat er Glück gehabt. So, jetzt muss er Munition nehmen, nachladen. Klack. Und seine Waffe hat wieder Munition. Das war gerade extrem lucky. Ja, war es auch. Wie viel Zeit kostet ihn theoretisch ein Tod? 3 Minuten. Boah. Aua. Wenn er vom Boss gespeichert hat. Wenn nicht, dann noch länger. Ja, schön. Weil der darf ja, glaube ich, Jack nochmal spielen. Aber der hat Bad RNG. Ja, aber richtig. Im VR-Run hat er 8 Schüsse gebraucht. Die liegt halt immer noch nicht. Ja, weil er so viel Mist. Jetzt ist er tot. Endlich. RNG ist nie gnädig, ja, das stimmt wohl. Vor allem nicht zu Marathon-Events. Ja. Der kleine Junge feiert Rudi, aber alle finden sich gut, was er getan hat. Und gleich kommt eine. Für mich eine traurige Stelle. Er hat viel im Dorf getan. Er gehört eigentlich nicht ins Dorf, weil sein Heimatdorf ist woanders. Sehen wir später nochmal. Ganz kurz nur. Und ja. Er hat hier viel gemacht. Die Arbeit, die anliegt. Und Leute. Und der Bürgermeister beraten sich, was sie jetzt mit Rudi machen. Und der Bürgermeister bittet ihn jetzt, das Dorf für immer zu verlassen. Wiederzukommen.
sind dankbar, was er für das Dorf getan hat, aber sie wollen ihn nicht haben, weil sie denken, er, wenn er da bleibt, schädigt er das Dorf mit dem Fluch. Das ist schon sad. Says loving this Wild Arms run. I just have one question for Chaos RTA. Is that an Epion on your couch? It is. It's a good old Easter egg in the background. Aww. There you go. Discerning good eye there. Eyes. Yeah, Lycanthropic is nailing it. There it is. We've got a lot of Wild Arms love coming in. You want me to keep going on donations? Yeah, one more and then we'll be near. Ich darf die verbotenen Arme benutzen. Let me triple check to make sure, but also, wir kriegen gerade sehr, sehr viel Story ab. So, jetzt haben wir 2 von 3 Charakteren. Und jetzt kommen wir zum letzten Charakter. Sie ist aktuell in einem Kloster, weil sie das Erbe ihrer königlichen Familie antreten soll und im Kloster halt alles lernt. Darüber. Aber sie hat eine besondere Gabe, sie hört die Stimmen der Runen. Es gibt verschiedene Runen, wie bei Final Fantasy VII, zum Beispiel Aufruf. Gibt es hier Runen. Und mit denen kann sie in Kontakt treten. Und hier sehen wir, dass das erste Mal passiert. So I will push for a Rudy, Tootie, Shooty good time. Let's kick off 2020. Mal sehen, wie wir sie nennen. So far it's all of those. Name. All right, here comes the Ayla name. Ach, kann sie auch benennen. Ayla, ja. Yeah, this is the final prologue of Wild Arms. It's the das sind, glaube ich, die ganzen Bit Wars gewesen, richtig? Ja. Aber in diesem Spiel kann man nicht nur Namen ändern. Von den Charakteren. Wir werden das gleich sehen, was wir noch verändern können. Und das ist das einzige Rollenspiel, was das kann. Was ich kenne zumindest. Ja, jetzt wird sie ermahnt: hey, schlaf nicht während des Unterrichts. Du hast eine wichtige Aufgabe an deinem 17. Geburtstag. Darfst du wieder zurück zu deiner Familie? Mhm. Gehen wir in die Bücherei. Oh nein, ganz viele Bücher kaputt durcheinander. Sie sollte eigentlich aufräumen, steht aber nur rum und sagt, sie braucht unbedingt Hilfe, sonst gibt's Ärger. Jetzt müssen wir eine bestimmte Uhr holen, die Fähigkeit hat, alles zurückzusetzen. Ich dachte erst, wir würden aufräumen. Aber das macht die Uhr von selber. Setzt ja die Zeit zurück. So, jetzt haben wir alle 4 Äpfel, die wir gleich brauchen. Remaru, vielen Dank für deinen Sub. So, mit Anje reden wir jetzt. Die gibt ein Geschenk. Da sollen, auf den Stein sollen wir jetzt unsere Träne einsetzen. Mit der Träne verwandeln wir den Stein in ein Geschenk und da kommt was raus. Ein Pokémon? Nein. Schade. Kann ich so eine Uhr für meine Klausuren bekommen? Wäre nice. Da, Pocket Watch. Mit der Uhr können wir Zeit zurückdrehen. Werden wir oft benutzen. Little Hope, wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich glaube, ich brauche gleich noch einen Kaffee. Ja, kannst du ja machen gehen. Ja, ich schau gleich mal. So, jetzt hat sie auf uns gewartet, dass wir die Uhr geholt haben. Jetzt setzen wir die Uhr ein. Und ja. Huch. Natürlich hat sie nicht alleine aufgeräumt. Nein.
Die Uhr hat alles gemacht. Und ich heule gleich, warum, Lilo? Nur dieses komische Buch, das ging nicht wegzuräumen. Mysteriös. Ja. Rieche das. Riechst du das? Ja. Ich rieche. Dory. White Arms ist ein tolles Spiel, aber wir sehen von der Story leider nicht viel. Böses Buch. E-Story. Ja, das mit der Story hat sich gleich erledigt, Leute. Keine Ahnung. Story in Speedrun, was? Ich erzähle eh nicht so viel von der Story. Skip! Weil, wenn ich das alles erzählen sollte, werden wir schon... ja, bräuchte ich länger als der Speedrun. Ach, wir haben Zeit. Ja. Oder ein Stream. Ich glaube, so geht's vielen gerade. Mit den Spielen aus der Kindheit. Ja. Nur nicht aus Leoras. Hey. Werden auch Spiele aus meiner Kindheit gerunnt? So ist es nicht. So, hier, wir haben von der einen so ein Wappen gekriegt. Da holen wir uns einen Heal und einen Flame-Zauber. Und einen Spark-Zauber. Der Spark-Zauber ist der einzige, der Gruppenangriff macht. Dann holen wir noch Wassermagie. Wir holen uns erstmal ganz viel Zauber. Und ja. Die Zauber können wir selbstständig noch umbenennen. Oh, ja! Das ist cool. Das ist verdammt cool. Was? Dass man Zauber nennen kann. Ja. Ich bin mal gespannt. Gab es dafür auch ein Incentive? Nein. Mhm. Weil wir haben ja gerade alles weggeskippt. Welche Zeit hast du gerade auf dem Timer bei dir? Ich schaue gerade den Restream, warum? Achso, okay, ich dachte, du schaust den Mainstream. Nee, der ist bei mir viel zu weit vorne. Aleora Mora, boah. Oh, mein Hirn, das ist zu früh für sowas. Also, wir haben folgende Zauber geholt. Heilzauber, ein Fluchtzauber und drei oder vier Angriffszauber. Ne, fünf Angriffszauber, genau. Eis, Feuer, Wasser, Valkyrie. Wir greifen uns jetzt in der vergessenen Bibliothek, so heißt dieser Dungeon, wo wir sind, Bücher an. Erstmal rüsten wir uns aus, den Stab, den wir gekauft hatten. Und Wasserzauber platschen dann, ja. Nicht Platscher? Nein, Platsch. Glaubst du, so fühlt sich jeder Student, Wookie? Vor den Prüfungen erst mal von Büchern angegriffen werden. Würde dir am liebsten dann auch aus dem Fenster rausschmeißen. Aber du hast das Richtige gerade gesagt. Bücher angreifen, ne? Da sind ja böse Bücher, wir verbrennen die mal. Ja. Das klingt sehr gut. Ja, machen wir auch wirklich. Da ist Feuer, klingt da ist nach einem Buch. Schon normalen Studentenleben, ne? Wenn du fertig bist mit dem Studium, weißt du, was du zu tun hast. Drei Bücher gibt es, die wir verbrennen. Und ja, da wir mehrere Gegner haben, werden wir Bark einsetzen, wo wir sind vergiftet worden. Nee, Valkyrie. Okay. Das ist eher so ein Random-Zauber, der mehrfach angreift, aber halt bei mehreren auch nur einen angreifen kann. Okay. Deswegen wundert es mich gerade, dass er nicht Spark eingesetzt hat. If it's stupid, but it works, it's not stupid. Hey, Tabron.
So, drei Bücher zerstört und ein Weg wurde freigemacht. So, erstmal die Äpfel und unsere magische Karotte sortieren. Der ist ja wirklich Magic Carrot. Ja, die füllt auch MP auf. Das ist krass. Gab's auch wieder auf Deutsch? Ja. Oh, das sieht nicht richtig aus. Was, die hat jetzt Silberhaare? Vergiftung? Ja. Und ist grün im Gesicht. Der Wärterherr sieht böse aus. Ist er auch. Das ist und böse. Das ist aus der Bibliothek, die Stimme. Nachdem wir die Bücher weggeräumt haben mit der Uhr. Das ist der, der die Stimme gesprochen hat, dieser Boss. Ah. Wir waren schon länger da, aber morgen. Kann gut sein, weiß ich nicht. Aber trotzdem. So, Eiszauber ist effektiv gegen ihn. Also bei dem Bosskampf werden wir uns auch teilweise heilen müssen mit Heilbären. Und zwar setzen wir dazu, wer Lufia 2 kennt, weiß, dass die Ausrüstung so eine Art Attack haben. So ist das ähnlich hier auch. Wenn man nach unten drückt, hat man vier verschiedene Stacks. Dafür muss die Leiste gefüllt sein, die oben links ist. Und dann können wir verschiedene Attacken einsetzen. Ihre Fähigkeit ist es, Items sofort einzusetzen, wenn der Rundenstart ist. Eine Frage habe ich. Ja. Hast du gerade anstatt Heilbeere heilende Beere gesagt? Das klang nämlich so. Heilende Beere. Ach so, ich habe Heildelbeere verstanden. Die heilende Beere. Boah. Okay. Mhm. Guten Morgen, Diora. Guten Morgen. Heilbeeren sind lecker. Ja, deswegen war ich jetzt so verwundert. Ich wusste gerade nicht, ob es ein schlechter Wortwitz sein sollte oder ob ich mich verhört habe. Du hast dich verhört. Gut. Ich habe eine. Ihr versteht auch nur das, was ihr verstehen wollt. Diora muss wohl nochmal ins Bett, ja. Ich bin jetzt schon wieder durch. 7 Stunden wach. Zu lange. Ich brauche einfach mehr Kaffee. Er hat Heidelbeere gesagt. Nein, Heidelbeere. Nicht Heidelbeere. Den Eiszauber nenn ich Freezer. Den Frierzauber, Eiszauber meinst du? Heißt er nicht sogar Freeze-A? Ja, aber eigentlich heißt er Freeze. Aber er hat zu schnell gedrückt. Hatte, und hat dann Arme dran gemacht. Ja. Wow. Das klingt Freezer. Freezer. Kleine Dragon Ball Z-Anspielung. Mhm. Bestimmt gewollt. Lunar Havoc donates $50. The shout out to Chaos from the hometown crew. Congrats on making it to AGDQ. Ja, die sagt uns jetzt, ja, wir dürfen heimgehen. Endlich ist es Zeit, dass wir gehen. Wir sind alt genug, ja. Irgendwie wollen alle Leute, dass wir gehen. Ja, die wollen halt einfach, dass wir weg sind. Ja. Die wollen uns loswerden. Ich bin nur 16 Stunden wach, noch 14 weitere, dann kommt der Schlaf. Übertreib das nicht. Ach, Lars. Mit dem Wachsein. Mhm. Der ist eine verlorene Seele, glaub mir das mal. So, wir, jetzt lösen wir den Zauber wieder auf. Spark und Eis. Und holen uns Flucht und Schlaf. Wecker. Was? Wir holen uns Schlaf? Ja. Wir haben uns 3 Zauber geholt. Heißt Sleep jetzt Sleeper? Ernsthaft? Ja, weil er wieder zu schnell gedrückt hat. Wieder zu schnell. Oh Gott. Escaper, ja. So.
Normalerweise müssten jetzt alle drei Charaktere wieder in die Stadt zurück, in der wir Jack schon stehen haben. Aber damit laufen wir nicht hin mit Rudy. Das wollen wir nicht. Bei dem brauchen wir eine andere Stelle. Ich würde auch gerne schlafen und dann den Schlafzauber. Ja, den braucht er gleich, den Schlafzauber. Ein Schlafzauber wäre schon ziemlich nützlich. Wenn du einfach schlafen kannst, wenn du möchtest. Adelhüt, sind wir wieder. So, oh nein, wir haben... Wir suchen jetzt Emma. Wir haben in der Ruine was gefunden. Ein Golem, oh nein. So, jetzt laufen wir zu Emma, reden mit ihr. Sie hat einen Auftrag, braucht Hilfe. Und ja, da gehen wir gleich hin. Wachzauber für heute, damit ich endlich wieder normale Menschen schlafen kann. Ich glaube, der Zug ist bei dir auch abgefahren, so wie ich dich kenne. Aber ich werde heute auch versuchen, normal ins Bett zu gehen. Das heißt, ich kann gleich nicht schlafen. Mimi. So, jetzt reden wir mit Jack. Und er schließt sich unserer Gruppe an. Ja, könnt ihr Geld geben und alles, ne? Wer von denen wurde da mal verbannt? Verbannt? Rudy, der mit den blauen Haaren. Rudy? Ja. Ist er nur im Deutschen Rudy? Der heißt im normalen Spiel Rudy, ja. Aber jetzt, ich weiß nicht, wie der jetzt hier genannt worden ist. Ich glaube, die ganze Zeit das nicht so. Ich glaube, das war Cthulhu. So, das ist die Ruine, wo sie einen Golem gefunden haben. Jetzt sehen wir einen kleinen Trick, wo wir out of bounds gehen werden. Und zwar gehen wir an die Tür, wo der Szenenwechsel ist. Wir sprinten, wollen dann ins Tool-Menü reingehen. Und wenn wir sprinten, wechseln wir Charakter. Wir sprinten los, wechseln die Szene nicht und sind damit out of bounds und können Sachen skippen. Cool. Normalerweise bräuchten wir hier vorne, wo Jack jetzt ist, Rudy, weil der hat nur Bomben. Und müssten uns den Weg halt freisprengen. Wollen haben wir ja noch gar nicht. Den werden wir auch nicht in die Gruppe holen. Ah, okay. Wir machen alles mit out of bounds. Na gut, wenn es funktioniert, ne? Ja. So, ist wieder out of bounds. Und ja. Nur drei kleine Hühner. So, jetzt sehen wir den sogenannten Item-Glitch, der vorhin schon erwähnt worden ist. Wir setzen ein Item ein, verschieben ihn im Inventar. Und somit duplizieren wir ein paar Items 255 Mal. Deswegen haben wir vorhin auch die Äpfel und die magische Karotte woanders hingepackt. Da, jetzt haben wir jetzt könnten wir uns eigentlich jeden Zauber holen, den es gibt. Weil wir haben den Wappen. Wir brauchen dafür 255 Mal gekriegt jetzt. Missing No Glitch, genau. Pokémon Blau, der Missing No Glitch. Um das Out of Bounds wieder zu lösen, müssen wir einfach normal in die Area reinlaufen. Ich habe das mit Blau gemacht. Ich hatte Rot nie. So, da haben wir gerade den Schlafzauber eingesetzt. 50% schläft. Ja, hat nicht gut funktioniert. Wir versuchen die Äpfel zu kriegen. Ja gut, der läuft weg. Sehr schön. Oh, magische Karotten haben wir gekriegt, 255 Mal. Ein paar Mal.
Ist das so intended? Muss das so? Das kommt mir ein wenig sehr viel vor. Ja. So, jetzt haben wir schon mal den grünen Apfel 255 Mal. Jetzt haben wir gleich den nächsten Apfel, den blauen. Dann kommt der gelbe und der rote noch. Das waren die Plätze, wo wir vorhin die Sachen hingelegt haben. Aber das ist das gewesen, was auch in den Büchern drin stand. Also in den Lösungsbüchern, offiziell. Ja. Das hat jetzt keiner extra gefunden oder so. Nein. Ach krass. Weil die das wussten, hatten sie das da schon reingeschrieben. So, jetzt erstmal die ganzen Äpfel einsetzen. Jetzt wird ihre magische Kraft erhöht, ihre Zauberkraft. Ein wenig erhöht. Bisschen sehr erhöht. Ist nicht das erste Mal. Mensch, warum fixt man so einen Bug nicht? Weil das früher nicht so einfach war. Die Spiele kamen raus auf CD und dann gab es das Modell Updates noch nicht. Vor allen Dingen, wenn es auch sehr, sehr spät erst auffällt, ne? Ja. Speed jetzt reinhauen. Hat das einen Grund, warum er genau die Anzahl an Äpfeln überlässt? Ja, weil er die mit noch mehrmals braucht. Ah, okay. Wir werden das jetzt noch ein paar Mal machen. Während des Runs. So. Wir hatten Spiele noch einen Tag schon einen Patch gebraucht. Und die waren früher Spiele auch noch ein bisschen kleiner als heute. Ja. Updates wären damals fein gewesen, allein wenn ich dran denke, Breath of Fire 3, teils CDs gab es, in denen man das Spiel nicht beenden konnte oder Digimon World eine große Questreihe nicht machen konnte. Das ist kein Cheat. Das ist ein Item-Glitch. Und kein Cheat. Du gibst ja keinen Code ein. Aber es gibt gleich noch was viel Verrückteres, was mich beim Dings traurig gemacht hat. Ja, jetzt haben wir Power-Äpfel, 255 Mal. Werden wir jetzt auch alle Outjack geben. Eila kriegt die nicht. Weil sie braucht keine Angriffskraft, die braucht nur Zauberkraft. Nein! So, this is the boss room. There's one small puzzle here. So, jetzt spawnen da vier Steine. Wir müssen die an jeder Ecke einen Stein hinlegen. Und jetzt kommt schon ein Boss. Der Boss hat 2400 HP. Mal sehen, wie lange der dauert. Ich habe das Gefühl, nicht sonderlich lange. Reiner Damage. Gib dir 10 Sekunden. Vollkommen, WB. So, 2496, One-Shot. Was? Moment. Ach so. Das Ach so. Funktioniert auch nur dank den Äpfeln, die wir gerade gegessen haben. Wie viel Schaden macht man normalerweise an dem Boss? 100? Du bist auch normalerweise, hier, da seht ihr, normalerweise, storybedingt bist du da zu dritt. Jeder Charakter hat seine Sachen zu erzählen.
Deswegen ist Rudy auch da, obwohl der nicht in der Gruppe ist. Ach, weil es zuvor geskriptet ist. Ja. Ja. Kann man irgendwie die Dialoge skippen? Wahrscheinlich nicht, nein, oder? Schade. Aber wir werden storymäßig gleich viel skippen. Das ist auch ein Dungeon, wo wir eigentlich später nochmal hin müssten, um ein paar Kisten zu öffnen. Aber ja, wollen wir nicht. So, jetzt haben wir Emma Bescheid gesagt. Ja, hier, wir haben die Monster vertrieben. Und haben da hinten was gefunden. Das ist ein Golem. Das zählt nicht für Vitamin Crit. Immer wo wir riesig sein Arm ist. Okay, ja. Rucksack macht alles. Ritamin? Ritamin, boah. Das steht im Chat. Oh ja, ich habe gerade auch gelesen, deswegen. Guten Morgen, Stauri. Guten Morgen. Ritamin, ey, boah. So the game expects you to have three party members here, as it should. But we actually only have two, and Rudy's in a separate party. And Cecilia's about to be removed from the party temporarily. What this does is it activates a flag that means Rudy and Jack can switch between each other. Wenn der Arzt sagt, du hast Vitamin C Mangel, ne? Weißt du, was du hast? Crit. Bisschen kritisch, ne? Dann? Oh, boah, Sorgo. Ja. Wieso bin ich hier nochmal freiwillig? Weil du Regie hast. Nee, Ziffernregie. So, zugunsten der Golems, die gefunden worden sind in letzter Zeit, ist ein Fest veranstaltet worden. Das helfen wir jetzt einmal schnell. Weil du uns eigentlich lieb hast, das wir hier. Ja, natürlich. Manchmal. Also, wir sind jetzt am Fest. Yay. Da ist der Golem, den wir befreit gesehen haben. Hey, Bienenfestival. Kaufen wir eine Blume. Da oben ist noch ein anderer Golem. Jetzt reden wir mit dem Paar. Sie haben ihr ein Kind verloren. Suchen es, stehen da in der Ecke rum und warten, dass das Kind zurückkommt. So. Jetzt laufen wir wieder in die Stadt zurück. So, suchen das Kind. Das erkennen wir ganz leicht. Es hat einen Ballon in der Hand. Das wurde auch gesagt. Mama, Mama, wo bist du? Oh nein, er hat den Ballon losgelassen. Oh nein, nicht der Ballon. Ja, und jetzt pass auf, was... nicht der Ballon. Das ist so, als würde man einem kleinen Kind den Lolli wegnehmen. Ja, jetzt guck mal, was mit dem Himmel passiert. Ist wie ein Spiegel. Ballon ist weg. Warum ist der Ballon weg? Ja, durch das, was da am Himmel passiert ist. Das sieht nicht ganz so gesund aus. Ich glaube, das soll so nicht sein. Das sieht absolut nicht gesund aus, nein. Hallo, Rogue Tech Sky, ja. Der Ballon hat das Ende der Welt ausgelöst, ich denke es auch. Ja. Yeah.
Oh nein, das ist der Angriff. Jetzt beginnt der Teil, den ich vorhin meinte, dass die Bösen eigentlich die Träne haben wollen. Die greifen jetzt die Stadt an. Alles steht in Flammen und ja. Monster spawn. Oh nein, oh nein, oh nein. Die haben einfach alle umgebracht. Ja. Jetzt müssen wir Prinzessin retten. Ayla. Machen 533 Schaden, One-Hit. Boah. Gegner machen nur 9 Schaden. Und sonst Flashbacks. Und damals das Feuer gut animieren, ja. Damals liege Zeiten, gut. So, jetzt haben wir 5 Minuten Zeit, so viele Menschen wie möglich zu retten, aber das ignorieren wir. Ach so! Ja, wir gehen jetzt wieder out of bounds. Ja, kriegt das hin? Jetzt. So, sie gehen out of bounds. Normalerweise würde jetzt auch hier der König sterben. Und eine traurige Szene kommt, bla bla bla, mit Beerdigung und alles. Gehen aber einfach raus. Normalerweise kommen wir hier nicht raus. Müssten auch noch einen Boss besiegen, der uns die Träne abnimmt. Aber wir haben die Träne noch, wir sind draußen. So, jetzt werden wir oft die Charaktere von Rudy und Jack hin und her wechseln. Es gibt 2 Gruppen. Wieso haben wir jetzt Rudy? Wir haben den ja schon die ganze Zeit. Der ist noch nicht mit in der Party, okay. Ja. Genau. Das Hin- und Herwechsel machen wir, damit wir keine Kämpfe kriegen jetzt. Und gleich kommt ein Skip, der eine Menge Story gibt. Ja, wir stellen Jack ganz nach links, laufen mit Rudy runter in die Höhle. Normalerweise wären jetzt alle 3 der Party. Was casual gewollt ist eigentlich. Aber gehen in den Pass rein. Rudi, gehen wir jetzt zu den Wachen. Stellen uns rechts von der hin. An einem bestimmten Frame. Da wechseln wir. Wechseln wieder zu den anderen. Laufen dann gleich gegen Rudi. Den sieht man nicht. Und damit ist ein bestimmter Glitch jetzt ausgewirkt. Wenn wir jetzt wieder gleich zu Rudy wechseln, dann steht er da immer noch unten. Aber guckt euch mal an, wo Rudy jetzt ist. Er steht da. So, nebenbei haben wir auch noch ein Item-Glitch, Megabeere, was wir vorhin. Ja, gut. Ja, das ist das, was ich meinte. Ist das so? Ja, das soll so. Normalerweise siehst du die Overworld. Wir waren jetzt mal out of bounds in der Welt. Ach so, okay. Das Spiel ist kaputt, ja. Ja, ich verstehe, warum du meinst, das Spiel ist ja kaputt. Wir haben gerade 3/4 der Story geskippt. So, das Spiel denkt auch, wir sind im Mountain Pass. Aber sind wir nicht. Hat sich was zum VR-Run geändert? Normalerweise müssten wir oben in der Elfenwelt sein. Genau, da sollten wir jetzt sein. Durch den Skip, dass wir gegen Rudy gelaufen sind, haben wir verschiedene Kartenabschnitte getriggert, weil die Spiele früher wurden aneinandergereiht. Das kennt man am besten, glaube ich, von A Link to the Past. Das Spiel kann man ja auch in einer Minute 30 beenden, ne? Mhm. Weil die ganzen Karten nebeneinander sind. Und so ist das hier ähnlich.
Recently there was a discovery called Mole Warp. In dieser Elfenwelt, wo wir waren, ne? Storybedingt hätte Rudy jetzt da seinen Arm verloren. Deswegen Wild Arms. Nein, ja. Und müsste dann halt geflickt werden. Und das können nur Elfen und ja. Die Stadt ist immer noch von den Bösen eingenommen. Das Festival findet immer noch statt. So, wir haben jetzt eine halbe Minute Pause. Okay, was müssen wir eigentlich tun? Ist das ein Minigame? Ja, das ist ein Minigame, was nur während des Festivals zugange ist. Oh. Der Arm kommt wieder ran. Das können aber nur die Elfen flicken. So, wir warten, wenn die Zeit auf Null ist, switchen wir wieder rum, rüber. So, finished. So. Jetzt sind wir wieder auf einer anderen Position gelandet in der Karte. Gehen hoch. Da kommt man eigentlich später erst hin, durch ganz viele andere Wege. Mit einem Schiff zum Beispiel bräuchten wir eigentlich. Ja. Aber jetzt. Intended spielen wäre ja auch langweilig, ne? Ja. Jetzt positionieren wir unsere Sachen wieder. Weil wir haben gleich alles 255 Mal, weil wir den Item-Glitch, entweder können wir den Kampf einsetzen oder die safere Variante ist beim Verkaufen. Weil wir haben die Sachen verkauft, das Spiel denkt, aha, da ist doch was, auf der Position hätte es sein müssen und dupliziert das alles 255 Mal wieder. Deswegen sparen wir uns die Äpfel unten. Ah. Wie stark kann er noch werden? Ja. Noch stärker. Die einzig richtige Antwort ist ja. Oh. Over 9000. Longos, das wird noch höher. Wie hoch gehen wir? Das machen wir jetzt noch ein oder zweimal. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Wie krass sollen die Arme sein, ja. Mehr Energie! Ich will jetzt mal was erklären zu ein paar Items, die es in den Spielen noch gibt. Es gibt ein Item, wo man die MP reduzieren kann für Jacks Zauber. Also seinen schnellen Zug. Davon gibt es normalerweise nur eine bestimmte Anzahl, weil ja, das sonst eigentlich ziemlich OP ist. Aber durch diesen Item-Trick kannst du das auf 255 hochkriegen. Dann hast du jede Attacke, die ein MP verbraucht. Okay, Vitamin C ist dann jetzt wieder irgendwie ein Chaos. Und Casual habe ich den Trick auch mehrmals angewendet. Nicht wegen den Äpfel, da habe ich mich immer geweigert, die einzusetzen. Aber jetzt hier wegen Heil-Items. Ja. Aber da setzen wir wieder unsere Power-Äpfel ein. Das war... Moin, Krabben. Voll der Profi. Wie gemacht haben wir damals den ersten FS7 Dupe Glitch. Ja, das war ja auch gewollt vom Spiel, ne? So. Wer baut sowas denn ein? Weil sie nicht für den Angriff geeignet ist. Geeignet oder einfach nicht so stark wie der andere? Die ist nicht so stark von den Attacken, Angriff her wie, Jack. Dafür hat sie ihre Zauberkraft erhöht, was Jack nicht hat.
Bacon, ja. So. Normalerweise hätten wir Casual, hätte ich mir jetzt alle Zauber geholt. Die Münze, die brauchen wir gleich, die wir hier gesehen haben. Eine andere Art Out of Bounds. Typen müssen nicht bezaubernd sein. Das ist mit den A. Ja, er drückt halt zu schnell, ne? Ah, Leute. Also, hier, wir haben wieder eine halbe Minute Pause. Sonst wäre sie zu hart am Flexen. Oh. Noch einen Kopf schütteln. Wie liegen die aktuell eigentlich in der Zeit? Oh, wir haben schon eine Stunde hinter uns. Okay, Ja, deswegen frag ich. Das weiß ich jetzt so nicht. Aber da er beim ersten Boss schon so ewig lang gebraucht hat, etwas hinter WR schon sind. Oh, ja, kann ich alles kommentieren, wo ein WR wird. Wow. Was denn? Einfach wow. Diablo 3 war mein erstes Hauptkommentar und wurde zu WR. So, wie so eine Aufgabe bei dem Minigame. Durch den Glitch, den wir vorhin hatten, mit den Karten manipulieren, dass wir wo sind, hat das uns jedes Mal an andere Orte teleportiert. Und dafür haben wir die gebraucht, die Maulwürfe. Die ist immer noch zu schwach. Die muss noch stärker werden. Was muss man normalerweise mit den Maulwürfen machen? Du hast doch links von der Frau gesehen, diesen Käfig da, den Zaun. Ah, du musst einfach einfangen? Ja. Ah, okay. Dann kriegst du Geld. Aber wer braucht schon Geld, wenn man doch einen Glitch haben kann? Ja. So, erstmal wieder schön out of bounds gegangen. Mhm. Vorher ein schöner Coinflip. Ja. So. Okay. It can skip over any load zone, not just certain tile sets like a character switch does. So, Wüsten, River, Sand River. So, hier setzen wir wieder ein. Diesmal machen wir das statt mit dem Tool System. Machen wir das mit der Geldmünze, die wir eingesammelt haben. Geht schneller. Da saß ich noch mit so Goku vergleicht. Nee. Er benutzt ja Waffen. Und Son Goku ja nicht. Oh nein. Wir haben schon wieder 255 Äpfel. Oh nein. Was sollen wir mit denen bloß machen? Es wäre ja doof, wenn wir die benutzen würden. Ja, wir essen die. Ich hab das bei jedem Verkäufer? Echt? Ja. Krass. Aber nur, wenn wir die Reihenfolge rein einhalten, ne? Heißt? Der Platz darf nicht neu belegt werden. Und es muss davon an dem Platz einer mindestens vorhanden sein. Und deswegen verkaufen wir die anderen, dass wir denkt, aha, da ist was. Und rechnet dann auf einmal auf 255 hoch. Morgen Vini. Oh, Apfelmus wäre jetzt toll. Vielleicht kriege ich halt auch solche Arme. Glaube ich nicht. Wäre aber schön. Aber was willst du mit solchen Armen? Exo-Boxen. Ja. Der beschwert sich doch immer.
So, jetzt müssen wir eigentlich in einen Wüstenpalast rein, um ein paar Items für ihn zu holen, damit wir weiterkommen. Normalerweise dauert der Wüstenpalast so eine Dreiviertelstunde, Stunde. Casual. Wenn nicht etwas länger, wegen Gegner kämpfen, alles absuchen. Solche haben. Die Fruchtzeuge muss dann auch den Schneidezähnen weggeätzt haben. Ja, zum Glück haben die keine Apfelallergie. Ja. So, jetzt suchen wir den Dungeon, weil der ist hier immer versteckt. Der bewegt sich. Wir merken, dass wir dran sind, wenn die Kamera ranzoomt. Ah, okay. Wie schnell bewegt er sich denn bitte? Ja. Da. Sehr schnell. Ah, da ist er. So, jetzt gehen wir wieder out of bounds. So viel RNG. Ja, aber größter RNG-Teil ist schon vorbei. Gehen wir wieder out of bounds. Guten Morgen, Valveran. Zack. Und dann wechseln wir hin und her. Dadurch denkt das Spiel, wir sind an einer anderen Stelle. Und, oh. Maulwürfe? Nein, ja. Enterhaken. Besser als Maulwürfe. Da vorne ist eigentlich ein Boss, den wir bekämpfen müssen. Den skippen wir aber einfach. Ja. Wird nicht mehr viele Bosse geben. Ist der Boss dieses Vieh im Sand? Ja. Ah, okay. Die lila Dinger gehen auch nur runter, wenn er besiegt ist. So, setzen Flucht ein, gehen wieder raus, haben alles, was wir brauchen. Das ist auch schon Spiel, alles gut, alles gut. Ja, der Bossname halt Vieh im Sand ist auch schön, ja. Ja. Weißt du, wie der heißt? Nein. Ja, siehst du. Aber das ist ein Käfer, was bei uns wirklich gibt es hier. Keine Heuschrecke, sondern ach, komm nicht drauf. Okay. Ist auch egal. So, wir haben die Teile jetzt abgegeben. Rasse verneinen, nicht. Schrecke. Gottes Anbeterin, genau. Ah, ja, okay. Our defense is so high that even if we get paralyzed, we can't actually die. Nee, nee. Gottes Anbeterin. Das ist jetzt gerade unsere Mission? Ja, wir brauchen ein Schiff. Aber kein Seefahrer mag gerade auf See fahren. Der Grund? Ein Geisterschiff. Oh nein. Oh nein, die haben alle Angst. Aber unsere Truppe hat keine Angst. Na, natürlich nicht, die hat sich auch Äpfel gepumpt. Ja. So, jetzt gehen wir wieder out of bounds und skippen sehr, sehr viel. Ein Geisterschiffmatrose ist ein Geisterfahrer. Wow. So, zack. Lucky Card nehmen wir mit. Das ist die Glückskarte. Die Glückskarte. Wenn wir sie in Kampf einsetzen würden, kriegen wir doppelt Erfahrungspunkte und doppelt Geld. Und erstmal wieder Äpfel fressen. Wir haben Hunger. Ja, gesunde Ernährung ist wichtig und richtig. Ja, aber so viele war Äpfel. War das 5 mal 255. Nee, 5 mal Obst und Gemüse am Tag? Achso, ja. Oder 5 Portionen, wie war das?
Das noch, noch so gesund ist. Ja. Aber lieber Hardy, Harry Apples. Boah, Vini. Ich glaube, wenn die anfangen zu haaren, sollst du die nicht mehr essen. Ja. So. Das mal ziemlich viel Schaden gemacht. Wer braucht Steroide, wenn man Äpfel haben kann? Genau. So, jetzt sind wir auch schon auf dem Geisterschiff beim Boss. Den müssen wir besiegen. Ja, wir setzen Lucky Card ein, packen das weg und dann ist das Item, was wir verbraucht haben, aber nicht weg. Da wir es an einer anderen Stelle positioniert haben. Jetzt werden wir gleich, hoffentlich hat es geklappt, dass wir ein tolles Item gekriegt haben. Ach, der geht nicht One-Shot kaputt? Nein, der hat 6000 irgendwas. Wie lange dauert der Fight bitte casual? Normalerweise wärst du zu dritt und ja, wärst stimmt, auch ja. Level 20 wobei. Wir sind gerade Level 6. Oh. Ja, okay, das erklärt's. Es werden keine Bosse mehr One-Shot sein. Feni, Arme pur für echte Leistung. So. Bye bye, Geisterschiff. No. Weiß nicht, wer das gespielt hat von euch, aber mein Lieblingsboss mit der geilen Mucke heißt Zack hier. Den Sound hat sich gerade gar nicht an. Ich müsste den mal wieder anmachen. Moment. Ja. Ach, ich höre Restream, oh Gott. Ja, ich weiß, warum ich den Sound nicht an habe. Bilder. Ja. So. Ja, die sind uns so dankbar. Guckt euch mal hier von Ayla die Kleidung an und die Haare. Sieht anders aus, ne? Hat ihre Haare gefärbt? Nein, die, blond war sie vorher schon. Ah, die hat kurze Haare. Ja. Warum? Weil das storybedingt eigentlich... Eigentlich wäre jetzt hier... Oh, wir haben Ziegenpuppe. Sehr schön. Die brauchen wir gleich. Mehrmals. So, 200 Punkte. Wo der Ballon in den Himmel stieg, ne? Haben die Bösen ja angegriffen, wollten die haben. Normalerweise rettest du ein paar Leute, gehst dann rein, gibst die Träne ab. Ihr Vater, der König, stirbt. Und sie trauert und will Veränderung. Auch Rache. Das und alles, was... schneidet sich die Haare ab. Ja. Wow. Voll von FF9 geklaut. Naja, geklaut wohl eher nicht. Das Spiel ist älter als FF9. Oh, die Segelmusik ist ja komplett gut. Ja. So, wir sind out of bounds. Im Wasser. Wir dashen uns jetzt nur noch gegen Wände. Gehen jetzt, springen jetzt einige Teile. Wow. Das sieht so schön aus. So, das ist der einzige Magier, wo wir speziellere Magie kriegen, stärkere. Die holen wir uns jetzt auch mal. Zum Beispiel Teleporter. Jetzt noch Doppels, also Hyper. Teleporter. Hyper. Hyper. Hyper macht verdoppelt unsere Angriffskraft. Jetzt haben wir noch Schild geholt. Mehr Heilung, High Heal. Ja. Randomizer haben wir geholt. Jetzt machen wir einen Randomizer-Seed raus. Nein. Bitte nicht. Nein. Kann man das Game randomizen? Nein.
Soweit ich weiß nicht. So, jetzt teleportieren wir uns zu besuchten Orten. Da steht unser Schiff. Wir wollen wieder Schiff fahren. An der Stelle. Aber es wird auch eines der letzten Male sein, wo wir Schiff fahren. Oh, dabei ist die Musik so schön. Vergessene Ruin. Ja, da ist die Ocarina. Erstmal sei das Wiegenlied lernen. Oh! Heißt wirklich Ocarina, ne? Ja, ja, deswegen war ich jetzt überrascht. So, Moment mal. Nein. Mit der Ocarina können wir was ganz anderes machen als bei Zelda. Werden wir gleich sehen. Oh, Flaschenpost. Da sind Items drin in den Flaschenposten. Eigentlich. Aber eine Ocarina ist ein normales Instrument. Ja. Ocarina, nein. Ausnahmsweise nicht. Diesmal nicht. So, wir safen. Merkt euch mal die Ziegenpuppe, die wir gefunden haben vorhin. Die brauchen wir gleich. War Guy gerade sehr süß. Ist ja unser Save Point. Ist dir was aufgefallen an der Kleidung von ihr? Sie hat langes Haar, weiße Kleidung, statt kurzes Haar und... Ja, sieht aus wie eben. Ja. So, jetzt haben wir, da wir den Golem mit der Ocarina gerufen haben und das alles ein bisschen verglitscht ist jetzt, ne, haben wir auch die Animation vom Golem gehabt bei Rudy. Und jetzt glitschen wir uns auch durch die, durch den Berg. Oh. Normalerweise wären wir hier anders hergekommen. Ja, jetzt müssen wir storybedingt her. Hier. Aber wechseln vorher. Rudy läuft jetzt erstmal woanders hin mit dem Golem. Damit wir später einfach haben. Und gleich kommt eine traurige Stelle. Kriegen wir die auch mit? Ja. Ist es normal, dass der Golem über Wasser laufen kann? Ja, aber auch nur durch das seichte Wasser. Ah, okay. So, gleich kommt noch ein Bosskampf. Hier wärst du casual-mäßig bestimmt nach 12, 13, 14, 15 Stunden. Boah. Wobei. Und hier sind wir nach einer Stunde 17. So. Muss ich gerade nochmal nachschauen, was ist eine PB? Eine Stunde 30? Nee, 24. Ist der. Ach, das ist, er ist sogar WR-Halter. Ja. So, erstmal gehen wir out of bounds. Er zählt da seine Schritte ab, weil er sieht das ja nicht. Wechselt wieder rüber. Wechselt wieder rüber. Dann sind wir an einer anderen Stelle rausgekommen, wo das Spiel denkt, da wir sein sollen. So, und wir sind schon beim nächsten Boss. Boss ist Lady Hagen. Hagen. So. Ich habe das eher vergessen auszusprechen. Sie kann das gleiche wie Jack, auch den schnellen Zug, aber nur mit einer Sichel. Das ist jetzt ein 1 vs. 1 Kampf. Und die kennen sich von früher. Und der Kampf wird jetzt ein bisschen automatisch sein. Ich glaube, der Kampf hat einen Haken. Oh, wow. Ich habe mich extra zurückgehalten. Mit 999 Damage, verstehe. Mit mehr als 999 Damage. Sonic Vision. So, mal eben damit einen Crit gemacht. Das ist nur eine Spezialattacke von Jack.
Damit macht er 100%. 6000 Schaden. Ja, das war ein Crit-Schaden, ne? Und noch ein Crit-Schaden hinterher. Ein geboosteter Crit-Schaden. Krass. Wie viel HP hat der Boss? An die 18.000. So, jetzt ist sie tot. Er trauert. Habe ich den Run zu Journey to Save Planet verpasst oder was? Weiß ich nicht. Kommt das noch? Nein. Weiß nicht. Und Schedule. Nee, kommt noch. Übernächster Run. Was für ein Leben, instant tot. Das ist ein Leben. So, da sehen wir wieder eine Rune. Die verwandelt sich in die Rune. Das ist die Courage-Rune. Es gibt sehr, sehr viele. Ja, schon wieder hat sie andere Kleidung an. Sie wechselt den Friseur aber auch ständig. Die Haare wachsen schnell nach, also muss ich hier lassen. Rapunzel. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Liebe Frau. Wow. Thanks so much for having me, GDQ. It's been a blast. Couldn't ask for more. Shoutouts to the chat mods, the donation checkers, and the stream checkers. Y'all are doing great. Thank you, Ben. Ruby/sadegg donates $25, says older games like Wild Arms are... Ja, vielleicht helfen die Äpfel beim Wachsen der Haare. Ich weiß es nicht. Love the commentary from Chaos, so calm, smooth, and sophisticated explanations. Nearly puts me to sleep. We'll stay up for the next 20 minutes, because we're closing in. Make sure you see the end of this great run. What's the timer at, out of curiosity? Not on flexing. So far it's 121. Okay, should be fine. Longus Vingo, dem. Der Turm von Babel. Ich weiß nicht, wie der Turm heißt. Aber da gehen wir gleich hin und das ist auch das eines der letzten Male, dass wir überhaupt irgendwelche Fortbewegungsmittel nutzen. Wir sind nämlich schon ziemlich weit am Ende. Was meinst du, wie lange braucht er noch? Viertelstunde. Bitte? Eine Viertelstunde, 15 Minuten. Ah, okay. Das hatte ich akustisch gerade nicht verstanden. Jetzt kommt ein kleiner Boss-Rush. Ihr habt ja schon oft jetzt erwähnt, das Wort flexen. Ich finde, von der Coolness her flext der nächste Boss. So, erstmal Golem rufen. Mit dem kommen wir da auch nur in Kardinkel rein. Was ist der Turm? Da ist der nächste Boss. Boomerang. Kardinkel. Musik ist... Das Wort nur aufgeschnappt. Ja, aber wir sollten im Deutschen bleiben und es Winkelschleifen nennen. Oh, wow. Der Boss ist am Winkelschleifen, oder was? Ja, der Boss ist ein richtig krasser Winkelschleifer. Ja, wir haben gerade erstmal bei Ayla die Ziegenpuppe ausgerüstet. Weil der Boss macht ordentlich Damage jetzt. Wieso erinnert mich der Hund an Digimon? Weiß ich nicht. Aber klingt tut er irgendwie anders als ein Digimon. Ja. Wieso klingt er wie ein Elefant? Moment mal.
just here to kind of take attacks for Cecilia anyway, so... Was hören meine Ohren da? Das Tiger aus Monster Ranger, genau. Der Kampf ist top. Der Boss hat 27.000 Lebenpunkte. Ja, das heißt, es dauert ein ganz klein bisschen. Aber der Hund hat, Fang hat weniger. So, Jack ist tot. Wie viel Schaden macht der Spell von Isla? 9.999. Pro Hit? Insgesamt, nee, ja. Ach, insgesamt, ich wollte gerade sagen, nur nicht pro Hit. Nee, nee. Das ist aber auch Maximum Schaden, was geht. Oh. Lass mal. Jack ist tot. Ja, das ist egal. Das war Ach so, okay. So. Oh, der Hund ist tot. By the way, wir haben jetzt 255 Ziegenpuppen. Ziegenpuppen? Ja, Ziegenpuppen. Die rüsten wir auf, aus. Und jedes Mal, wenn wer stirbt, leben die wieder. Boah. Sie ist 17, sie ist kein Kind mehr so wirklich, ne? Ja, mit 17. Aber sie ist ja jetzt erwachsen. Ja. Sie geht raus in die weite Welt und bekämpft Monster. Wie eine normale 17-Jährige. Oh nein, die werden angegriffen. Oh nein. Guck mal an, was jetzt hier Boomerang macht. Ja, geht rein. Ihr habt gewonnen. Ihr müsst leben. Rettet alle meine Freunde. Normalerweise wäre das gegen Boomerang jetzt der dritte Kampf. Storymäßig. Okay. Da ist der Hund wieder. Oh. Ich glaube Luke Clayt oder so. Ich bin aber nicht ganz sicher. Kann immer wieder auferstehen. Natürlich habe ich das damals auch gemacht. Woher bist du offiziell nicht erwachsen? So, jetzt skippen wir wieder ganz viel Dungeon. Speichern natürlich. Rudy ist immer noch Level 3. Ja, aber die brauchen wir ja auch nicht. Der ist nur wichtig zum Safen. Ja. Hat der Papagei einen Namen? Weißt du das? Papagei? Hm. Schade. Der ist nämlich sehr süß. Mama Kage. Wow. Mama Guy, wow. Brain, du hast deinen Namen alle Ehre. Finde ich gut. Das Pokémon weiß ja, wer den Namen unserer BF. Und wir wachsen werden, das ist wichtig. Und so muss rein. Sind wir jetzt so langsam schon auf dem Weg zum Endboss? Es sieht nämlich so ein bisschen danach aus. Es kommen jetzt drei Bosse noch. Ah, okay. Dann sind wir fertig. Boss Rush, ja. Die letzten drei Bosse. Und wir gehen wieder out of bounds. Wir sind eigentlich jetzt im Weltall, ne? Ach so. Okay. So, haben den Dungeon geklärt, alle Rätsel gelöst, alle Türen geöffnet. Ja, Da im Weltall. Schau dir das gleich an, was du siehst. Ich bin einfach immer verwirrt, storymäßig. Halt noch Weltall, ja, guckt, das werdet ihr gleich sehen. Und Rudy so, ja hallo, ich stehe hier draußen, ich mach Dinge. Er speichert die Geschichte. Ich rede mit meinem Papageienfreund. Da seht ihr, Weltall, da unten ist die Erde. Die Gaia heißt die Welt übrigens. So, Zeigfried.
Ja, er will Mutter wieder beleben. Wie zur Hölle kamen die ins Weltall? Aliens. So, gegen Siegfried kämpfen. So, erstmal. Jetzt buffen wir. Er bufft sich auch. High Shield. Jetzt hat, ist Jack noch stärker. Macht eben so 3000 Schaden. Weil nicht gelevelt. Jetzt Leben steigt nur durch Level. Da er ja bei Boomerang gestorben ist, hat er keine Level gekriegt. Wiederbeleben kann man die Charaktere nur mit Frucht. So heißt das Item. Also Fruit. Achso, ich dachte, das heißt wirklich Frucht. In Deutschland heißt das Frucht. Ja, aber im Englischen nicht. Nur ich Äpfel. Ist auch eine Frucht? Nochmal bitte? Äpfel sind auch eine Frucht, deswegen. So, ja. Der Boss hat um und bei 48.000. Oh, das ist viel. Deswegen dauert er gerade ein bisschen länger. Und wir nehmen auch Jack diesmal zur Hilfe. Ach nee, 48.000 hat der letzte Boss. Der hat nur etwas weniger, 37 oder so. Irgendwas von 30.000 Leben gehört. Ja. Sein, das ist, ja. So. Bogenschwert, moin. Ha, wir haben dich wieder besiegt. Du kannst nix, Siegfried. Oh nein, alles wird dunkel. Nein. Oh nein, nicht die Erde. Nicht Erde, Planet. Ja, der Erste ist mal gestorben. Anscheinend. Und da ist die Mutter. Mutter Freed. Freed. Mother Freed. Der nächste Boss, übrigens. Die hat sehr große Arme. So, erstmal wieder Ziegenpuppen ausrüsten. Was ist sie? Ist sie eine Raupe? Ja. Menschenraupe. So, erstmal 8700 Schaden gemacht. Nebenbei heilen. Das Charakterdesign ist ein wenig fragwürdig, wenn du mich fragst. Das ist blöd. Jetzt, was passiert ist. Was genau? Sie ist verwirrt. Oh, für 3 Runden? Nee. Jetzt ist schon wieder vorbei. Oh, ich habe nur diese 3. Ach nee, es ist keine 3, es ist einfach nur das Zeichen, dass sie verwirrt ist. Oh, und sie kann schon wieder nicht angreifen. Oh. Bad Argy. Und er ist auch noch gelähmt. Ja, super. Inferno. Wenigstens greift er an. Erstmal heilig einsetzen. Weil ist sehr effektiv. Schwäche. Jack ist unwichtig. Die noch wieder umkippt, okay. Schön war's. Ist tot. Ja, deswegen ja. Ich meine, der schläft nur. Bestimmt. Ja, ist sehr effektiv, weil sie vom Typ dunkel ist. Ja, Longus, das liegt daran, dass sie die ganzen Vitalitätsäpfel gegessen hat.
Deswegen. Der Wert ist bei ihr auf über 900. So eine Art. $50 from Oler RM that says 1, 2, 3, 4, 5. Great run. Ja, genau. Yikes. $50 from Justin says a poem. So. Wild Arms. Vorletzter Boss gewesen. All through the night, demons he'd fight and out of bounds find his way. Ja, die denken, ja gut, wir haben es geschafft, wir haben alle besiegt. It says I forgot to check the schedule and am bummed I missed so much of Wild Arms. It's a great series and I'll have to catch the VOD later, but I love the speedrunning tricks I've seen so far. Well, thank you for the donation and make sure you check out this VOD and all the VODs of everything on every Games Done Quick. Da sieht man, Äpfel sind gesund und machen stark. Genau. Just a little question. This might require a little thinking from both of us. Anonymous gives $10 and says, wenn eure Kinder mal keine Äpfel essen wollen, ne? Wisst ihr, was ihr ihnen zeigen müsst? Ja. Kino, moin. Und ich glaube, jetzt wisst ihr, warum ich mich gefreut habe, dieses Spiel zu kommentieren. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist sehr lustig. But that's it for Mother Friday. And the game kind of fakes you out and you're supposed to think that's the final boss, but has the classic clue of getting. Morgen herrscht Apfelknappheit. Ich muss gleich noch einkaufen, Beni. Wann ist die Time? Dauert noch ein paar Minuten. Ach so. Es waren zwei von drei Bossen. Ah. Er muss ja jetzt noch mal safen. Ach so. Kaufe alle. Kauf die ganze Apfelplantage. Genau. Wenn sie von Essen dann später erzählt, was sie so isst, ne? Wissen wir. Sie isst Äpfel. I got apples. So, wir wollen zurück nach Kardinkel. Kardinkel? So heißt der Turm. Kardinkel. Ja. Zurück auf die Erde, yay. Die denken alles ist gut. Nein. Der finale Boss greift an. Teigfried. In der anderen Form. Teig Tuvai. Heißt er jetzt. Was ist das für ein Vieh? Den vorletzten Boss. Okay. In der anderen Form. So, erstmal Fliegenpuppen wieder. Erstmal Story skippen. Ja. Dialog skippen. Und jetzt ist wichtig, dass wir Wecker stellen. Ist das ein Schwertmensch? Die Schwertmonster. Schwertalien. Ah, Wecker stellen, okay. Mhm. Ja, der kann einschläfern. Traufe wurde ein wunderschöner Schmetterling. Mhm. Ich weiß halt nicht, was du für wunderschön hältst, aber ich glaube, wir haben verschiedene Geschmäcker. Der jetzt heilt er sich erstmal. Das ist nervig. Der Zauber-Randomizer setzt irgendwas ein. Also irgendein Zauber. BC and Cliving are recent runners that have gotten really good times and actually beat Lordo and Anchor out of the top three. Da ist ein Sleeper ein. Well, that's a big deal. Oh, beide schlafen. Oh, der Wecker. Oh nein. Aufwachen. Ist das ein Combo-Randomizer? Eine Art. Oh, ein Crit. Sehr schön. So, der hat übrigens 48.000 Leben. Ja, zum Puffer eingesetzt. Ganz wichtig. Ja.
special shouts to Power. And probably missed some people, but shouts to everyone that's ever run this game. It's no lie that I say I would not be putting this much effort into the game if there was runners, even if... So, erstmal Tech wieder hochhauen. Ja, gute Nacht, ihr beiden. Ach was, der Wecker klingelt schon wieder. Ich glaube, Veni muss frühstücken. Er klingt so, als hätte er Hunger. Wow. Should be final hit coming up and timer might stop now. Not now. Ich hatte noch gar nichts, weil ich bin seit 3:30 wach und sitze hier. Ja, warum machst du dir auch nichts frühstücken? War vorhin zu früh und dann war ich am Kommentieren. Das ist doof. Mehrere Stunden am Oh, Stück. Simpsons Donuts. Boah, Donuts wären jetzt super. So. Heim, übrigens. Nice. Ja, das war Void Arms. 37 Sekunden über Estimate.